Hallo, ich bin der Ahmed. Ich bin 19 Jahre alt, spiele beim FC Schalke 04. Letzte Woche habe ich mein A-Nationaldebüt für die Türkei gegeben. Meine Eltern kommen aus der Türkei. Ich bin gebürtig hier aus Gelsenkirchen-Bismarck. Ich habe mit 3 mit dem Fußball angefangen und heute treffe ich meinen Bro Levent. Hallo, mein Name ist Münir Levent Mercan. Ich spiele für den FC Schalke 04 und trage die Rückennummer 37. Ich spiele für die deutsche U20-Nationalmannschaft. Bin aufgewachsen in Recklinghausen und habe dort auch angefangen, mit 4 Jahren Fußball zu spielen. Meine Eltern kommen aus der Türkei, mein Vater aus Mersin und meine Mutter aus Adana. Ich habe immer hinten bei mir auf dem Hof gespielt und als ich dann beim Verein angefangen habe, war mir das egal, ob ich Training hatte. Ich bin dann direkt nach dem Training hinten bei mir auf dem Hof. Ja, bei uns war das auch so. Also nach den Trainingseinheiten sind wir einfach immer zum Bolzplatz gegangen, haben dort noch gekickt mit Freunden. Wie war es für dich, dein A-Nationalmannschaftsdebüt zu geben für die Türkei? War halt schön. Ich durfte sozusagen 85 Minuten spielen. Ich war mit der deutschen U20-Nationalmannschaft weg. Wir hatten auch ein Spiel gegen Portugal, was auch sehr gut verlaufen ist. Wie wurdest du aufgenommen? Oder ich wurde super aufgenommen, ehrlich. Die größeren Brüder, wir nennen es ja immer Brüder, Abi sagen wir, die haben mir dabei geholfen, direkt auch im Spiel direkt drin zu sein. Und da gibt es halt nicht, ob du halt aus Deutschland kommst, aus Italien, aus Frankreich oder so, das ist egal. Würden deine Eltern eigentlich beides akzeptieren, egal welche Nationalmannschaft du wählst? Ja, auf jeden Fall. Also meine Eltern, meine Familie überlassen das komplett mir. Ja, bei mir haben die auch sozusagen meine Entscheidung akzeptiert. Das war ja sozusagen für die Türkei und nicht irgendwie gegen Deutschland. Das ist ja eigentlich für uns ein bisschen komisch, weil wenn wir hier sind, hier leben, natürlich, wir sehen uns auch als Deutsche und auch als Türken. Aber hier werden wir für die Ausländer sozusagen gehalten. Und wenn man dann rüber in die Türkei geht und dann, sag ich mal, da ein bisschen Urlaub macht, dann wird man da ja die auch, Ausländer. Genau, da sind wir auch die Ausländer. Wenn dann halt Leute fragen, was bist du eigentlich wirklich? Da gibt's ja bei uns nicht so eine Sache, die wir sind. Also wir sind ja, erstmal sind wir Mensch. Das ist das Wichtigste. Und die Sache ist ja, wir sind nicht nur Türken, wir sind auch nicht nur Deutsche. Also wir sind sozusagen beides gemischt und viele vertauschen das halt, dass die hier sagen, dass wir Türken sind und drüben sagen die, ah, ihr seid ja eigentlich Deutsche. Ja, wir sind hier aufgewachsen, genau. Aber wir können jetzt uns nicht konkret entscheiden. Ja. Für mich zu Hause ist eigentlich der Ort, wo ich aufgewachsen bin oder halt wo ich geboren bin, wo ich meine Kind- oder Jugendzeit verbracht habe. Das ist für mich, sag ich mal, mein Zuhause. Viele Leute sagen ja immer, ihr Zuhause ist die Türkei, Deutschland, aber eigentlich ist ja das Zuhause da, wo man aufgewachsen ist und es ist kein bestimmtes Land.